Ich nehme natürlich mit, dass ein Wahlkampf ein Ideenwettbewerb ist, dass neue Bewerber natürlich neue Ideen mitbringen, dass sie Verantwortlichkeiten nicht immer so richtig zuweisen. Aber insgesamt, es war ein fairer Wettstreit, es ging nie ins Persönliche. Das ist ein Stil, wo Bürger wieder Vertrauen in Politik gewinnen, nicht gegenseitige Vorwürfe, sondern Vorbringen von Ideen, wenn auch in unterschiedlichen Ausmaßen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, in denen wir uns einig sind, aber es gibt auch Dinge, wo wir wirklich absolut konträr sind. Und gerade das Thema Hofgalerie, da hatte ich den Eindruck, da hat man sich so festgefahren und es wurde als alternativlos angesehen. Und da ist natürlich auch der Stadtrat oder die Damen und Herren im Stadtrat, die jetzt auch kandidieren, die sind da ein bisschen gefangen, weil sie alle mit abgestimmt haben. Und das, glaube ich, da können wir die Kontroversen aufmachen und die braucht es auch am Ende. Also für uns auf dem Podium, da war es ganz kurzweilig und natürlich auch herausfordernd, weil man nie wusste, was als nächstes kommt. Aber mir hat es Spaß gemacht, dass wir wirklich in 2 Stunden so diesen ganzen Ritt eigentlich durch die Kommunalpolitik gemacht haben. Und natürlich ist manches zu kurz gekommen, wie immer. Aber ich glaube, wir haben wirklich was gezeigt und auch ein Angebot gemacht. Und am 15. März gibt es doch eine super Auswahl. Gehen Sie wählen. Ich fand es sehr schade, dass Fichtner sich darauf konzentriert hat, auch auf das Erreichte. Mir fehlt die Perspektive, aber die Perspektive fehlt mir bei allen. Da sind ein paar Vorschläge da, aber mir hat das Griffige gefehlt. Ich fand den Abend sehr ausgewogen, sehr fair gestaltet. Von Seiten der Moderatoren wurde sehr darauf geachtet, dass alle möglichst einen ähnlichen Redeanteil hatten. Er war informativ in weiten Teilen und kaum polemisch. Lauter Weltverbesserer, jeder weiß es besser. Und das ist eine alte Bauernregel. Bei 6 Leuten hat man immer 7 Meinungen. Das ist einfach so. Und das jeder recht gemacht, das funktioniert einfach nicht. Es war sehr interessant zu beobachten, wie sich die ganzen Kandidatinnen und Kandidaten verhalten haben. Und es kamen dann auch schon ein bisschen blöde Reaktionen von manchen Kandidatinnen und Dinnen.